Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Ausbruch angeln könnt. Und zwar kam das jetzt mit dem Update mit zu. Ihr müsst einfach auf den Maps, Leute, am Wasser entlang laufen und dort habt ihr dann immer so einen verbrannten Zombie, wie bei mir hier. Ihr geht dann einfach hier zu diesem Zombie hin, stellt euch vor die Angel, Leute, und drückt dann auf Interagieren. Wenn ihr das dann macht, dann nehmt ihr die Angel in die Hand und könnt dann mit der Schießen-Taste die Angel auswerfen. Nun müsst ihr jetzt den Ball unten am Wasser beobachten und sobald der anfängt so zu zuckeln, zieht ihr mit der Schießen-Taste die Angel zurück. Und ihr bekommt Loot dadurch. Wie ihr seht, habe ich durch meine erste Angel direkt einen Perk bekommen. Und ihr könnt mehrmals angeln, Leute. Manchmal zweimal auf einmal, manchmal dreimal. Und wenn ihr dann euer Maximum erreicht haben solltet, dann verschwindet die Angel wieder. Es ist aber nicht so, Leute, dass ihr immer wieder Loot bekommt. Denn es kann auch sein, wenn ihr angelt, dass so ein Schuh rauskommt. Und aus dem Schuh spawnt dann ein Imitator. Werdet ihr jetzt bei mir sehen, Leute, hier, ich habe einen Schuh geangelt. Und wenn ich mich umdrehe, spawnt ein Imitator dadurch. Also Leute, lauft am Wasser entlang. Ich habe in derselben Runde zwei Angler hier gehabt, zwei verbrannte Zombies, wo ich angeln konnte. Also kann man wohl in einer Runde mehrmals angeln, Leute. Also gibt es verschiedene bzw. mehrere Angelspots. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream. Ciao.